Am Sonnabend startet in Flensburg der Frühjahrsmarkt. Und hier auf der Exe ist dieses Mal etwas anders. Rund ein Viertel der Fläche ist seit letztem Herbst durch das Flüchtlingsdorf belegt. Problematisch, so könnte man jedenfalls denken, ist das vor allem für die Schausteller. Aber die sehen das Ganze gelassen. Schausteller sind flexibel und wir passen uns da an. Und wenn wir denn, wie wir angekommen sind, dann wurde das dann neu ausgemessen und drumherum gebaut. Und das ist alles machbar. Das sind Menschen, die sind da irgendwo aus dem Kriegsgebiet geflohen. Und die müssen auch in Sicherheit sein. Und da können wir auch vollkommen mit umgehen. Das ist für uns überhaupt gar kein Thema. Und das sehen auch viele meiner Kollegen so. In den Wohncontainern leben zurzeit etwa 300 Flüchtlinge. Für sie wird es in den kommenden Tagen vor allem laut. Bis 23 Uhr läuft der Marktbetrieb täglich. Aber auch hier sieht man das mit den neuen Nachbarn eher gelassen. Die Leute sind wirklich nett zu uns. Sie haben nett gegrüßt und viel mit uns gelacht. Ich glaube, sie freuen sich sogar, dass wir hier sind. Tausende Besucher werden auf dem Frühjahrsmarkt erwartet, das Flüchtlingsdorf direkt nebenan. Um im Konfliktfall schnell reagieren zu können, hat sich auch die Stadt vorbereitet. Wir haben zum einen den Wachdienst ausgeweitet auf 2 Personen, die rund um die Uhr vor Ort sein werden. Die werden auch Wache gehen. Und zum zweiten haben wir die Betreuung ausgedehnt bis in die Abendstunden, bis 23 Uhr. Bis zum Schluss des Jahrmarkts wird jemand vor Ort sein. Wir gehen aber erstmal davon aus, dass alles ruhig bleibt und positiv läuft. Und die Leute freuen sich tatsächlich auch. Der Frühjahrsmarkt auf der Exe läuft noch bis zum 3. April. Insgesamt können sich die Besucher hier auf 142 Geschäfte freuen.